Ich werde immer wieder gefragt, wo kommt der Name Amsport her oder auch dieses AM? Wie kommt es dazu? Ist eine lustige Geschichte. Wie kommt es dazu? So, ich habe angefangen 2004 meine eigene Aminosäuren zu mischen. Dann hatte ich ja mein Comeback gemacht 2005 mit nochmal Weltmeister und sowas und hatte ja irgendwie 21 Kilo abgenommen in kürzester Zeit mit den Aminosäuren, nicht durch die Aminosäuren, sondern weil ich nichts gegessen habe. Meine Leistung aber gut, aber fast nichts gegessen habe. Meine Leistung aber sehr gut konservieren konnte oder halten konnte, trotz Training mit den Aminosäuren. So, dann bin ich nach Amerika ins Trainingslager gefahren. Und dann sah das so aus, dass ich mit 4 so Tüten, ist noch eine Originaltüte, mit diesen Aminosäuremischungen bei mir in der Küche gemischt, nach Amerika kam. Und der Trainer dort, und ich habe dann so gemischt ins Glas, Aminosäuren rein, umgerührt, getrunken, vor und nach dem Training. So, dann kommt der Trainer da in Florida von dem Club an, sagt, hör mal, was ist das? Ich so, Aminosäuren. Ja, wo hast du die her? Ich so, ja, mach ich selbst. Ja, wie hast du die hingekriegt? Ich so, ja, Koffer. Dann sagt der, Koffer, weißes Pulver. Und sagt, okay, willst du nicht haben. Hab also die letzten 2 Tüten, die ich dann über hatte nach dem Trainingslager, dort dem Brustschwimmerkollegen gegeben und gesagt, hier, kannst du nehmen. Der hat mich gefragt, dieses Doping. Ich so, nein, ich hatte eine gute Lobby im Schwimmen. Er hat mir sogar geglaubt. In diesem Fall lag er sogar richtig. Vorm Start hätte ich natürlich gesagt, was weiß ich, bist du in Form? Natürlich immer, du nicht. Also wie auch immer, also dieses Spielchen weggelassen. Also ganz ernst ihm gesagt, nein, alles dopingfrei, alles gut. Nur Aminosäuren, meine Mischung halt, so wie ich es habe. Und nimm die so und so ein und dann kannst du gucken. Der ruft mich dann an und meldet sich bei mir und sagt, boah, ich muss das haben nach 2 Wochen. Ne? 2 Wochen sagt er, ich regeneriere viel schneller, ich habe keinen Muskelkater mehr oder deutlich weniger. Einfach bombastisch, fühle mich super. Gut, habe ich gesagt, kann ich machen. Ja, wie machen wir es? Da haben wir Geld überwiesen. Ich glaube, 680 Euro oder so was waren das. Knapp über 600 Euro. Produziere dafür und schick rüber. Sag ich, gut, mache ich dann. Habe dann aber überlegt, Moment, weißes Pulver, ob ich es im Koffer mitbringe oder verschicke. Ist ungefähr das Gleiche. So, also, was musst du machen? FDA-Anmeldung. Musst du machen, es muss eine Firma dahinter sein, die es dann anstellt. Also habe ich tatsächlich aus diesem Grund eine Firma gegründet. Das war Nummer 1. Nummer 2 habe ich dann, brauchte ich einen Produktnamen oder einen Namen für dieses Ganze. Und den habe ich mir überlegt. Und dann kam ich darauf, wie will ich es nennen? Jetzt kommen wir mal endlich dazu, wie es zu AM wird. Nein, nicht Aminosäuren, das ist falsch. Das wäre zu einfach. So, nein, ich kam darauf, weil ich überlegt habe, MW, ne, Marc Warnecke, übrigens meine Dose, markiert hier, ne, darf im Büro keiner dran, nehme ich. So, bis heute. So, MW, Marc Warnecke. Und dann habe ich überlegt, aber für MW Sport, so, und dann war in Englisch, ist ja MW nicht irgendwie schön auszusprechen für mich, sondern MW, das ist ja so ein Zungenbrecher. MW hört sich scheiße an. Also habe ich gedacht, okay, machst du M, hört sich ja besser an. Also Amsport, okay, nimmst du Amsport, M-Sport, hört sich super an. Dann habe ich mich erst geärgert, als viele Leute dann sagten, dieses AM, ich sage nicht dieses AM, heißt Amsport, war ein Name, Amsport, das kann ja nicht so schwer sein, ne, wenn es da durchgeschrieben ist, Amsport. Aber hat sich dann durchgesetzt, ich musste mich fügen, dieses AM, das war dann in aller Munde, deswegen haben wir dann tatsächlich dieses Design-Element genommen und rausgelöst und jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt, Hauptsache ihr wisst, was es ist.